So, noch eben Pipi machen und dann ab ins Bett. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. Na Nick, was sagst du zu dem Film? Ich muss ehrlich sagen, Papa, der ist nicht so langweilig, wie ich dachte. Ich hab gedacht, Ariel wäre einfach nur ein öder alter Film. Aber da geht ja richtig was ab. Hab ich doch gesagt, Nick. Man kann sich die alten Zeichentrickfilme sehr gut angucken. Nur Lena mag Ariel nicht so sehr. Sie hat immer ein bisschen Angst vor dieser Ursula. Ich fand Ursula lustig. Aber jetzt werde ich mich mal auf den Weg ins Bett machen. Ich hoffe, ich kann einschlafen. Ist ja noch mega hell draußen. Sonst machst du dir noch einfach eine Geschichte an. Oder du liest noch ein bisschen in einem Buch. Nee, Papa, lass mal. Wir lesen in der Schule schon ein Buch. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Großer. So, noch eben Pipi machen und dann ab ins Bett. Ist das cool hier am Strand. Und das Wetter und der Wind spielen auf jeden Fall auch mit. Ich glaube, ich gehe mal eine Runde surfen. Wow, ist das cool! Hilfe! Hilfe! Ich ertrinke! Keine Angst, ich rette dich! Hey, Junge, geht's dir gut? Hallo! Ja, mir geht's gut. Da hast du aber Glück gehabt. Was ist denn passiert? Ich war auf dem Surfbrett und plötzlich kam mir ein Tier, ich glaube ein Delfin, entgegen. Und dann bin ich gestürzt. Und du hast mir geholfen. Vielen, vielen Dank. Aber wie warst du so schnell da? Wo kamst du her? Ich lebe hier im Wasser. Was? Wie? Du lebst hier im Wasser? Oh mein Gott, wer bist du? Du hast ja eine Schwanzflosse. Beruhige dich. Ich bin Falk und ich lebe unter Wasser. Mit meiner Familie. Was? Das gibt's ja gar nicht. Nick, Nick, Nick. Hey Nick, was ist passiert? Nick? Hey Nick? Ja? Nick, hast du Schmerzen? Du bist gefallen. Ich habe einen riesen Knall gehört. Nee, mir geht's gut. Nur mein Hinterkopf tut ein bisschen weh. Komm, steh mal auf. Lass uns mal gucken. Ah, da hast du Glück gehabt. Da ist nur eine Beule. Aber da ist nichts aufgeplatzt oder so. Mann, das ist ja auch total nass hier. War hier eben noch jemand duschen? Ja, Lena hat geduscht, bevor sie schlafen gegangen ist. Oh Mann, dann müssen wir ihr mal sagen, dass sie das alles sauber machen muss. Das ist ja lebensgefährlich hier. Komm, ich bring dich ins Bett. Aber am besten ist, ich schlafe heute bei dir auf einer Matratze. Nicht, dass du noch eine Gehirnerschütterung hast und brechen musst. Mir geht's aber gut, Papa. So, schlaf gut, Nick. Ich hoffe, dass nochmal alles gut gegangen ist. Und falls dir schlecht wird, ich liege hier auf der Luftmatratze. Okay, Papa, gute Nacht. Papa, Papa! Ja, Nick, was ist denn? Geht's dir nicht gut? Doch, Papa, es ist schon morgens. Mir geht's super. Ich habe auch keine Kopfschmerzen. Aber ich muss dir unbedingt was erzählen. Was ist denn? Gestern, als ich auf den Kopf gefallen bin, da hatte ich einen wunderschönen Traum über Meerjungfrauen. Ich erzähle dir am besten mal, was passiert ist. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself.